Das ist die Geschichte eines Mannes, der Schwarzgeldgeschäfte bei einer der größten deutschen Banken angezeigt hat. Doch statt die Steuerhinterzieher zu verfolgen, steckte ihn die bayerische Justiz in die Psychiatrie. Seine Gefährlichkeit ist der Grund dafür, dass er untergebracht ist. Es gab in meinem Leben kein kriminelles Verhalten, kein gewalttätiges Verhalten, nichts. Ist Gustl Mollert ein gemeingefährlicher Wahnsinniger oder Opfer eines Justizskandals, Opfer einer Intrige? Sie hat mir mitgeteilt, wenn Gustl meine Bank und mich anzeigt, mache ich ihn fertig. Welche Rolle spielen Gustl Mollerts Ex-Frau und ihre Bankgeschäfte? Sie wollte ihn loswerden. Haben Justiz, Politik und Psychiatrie dabei geholfen, einen unbequemen Zeugen mundtot zu machen? Als ehemaliger Ministerialbeamter schäme ich mich, dass so etwas in einem angeblichen Rechtsstaat möglich ist. Forensische Psychiatrie in Bayreuth. Hinter diesen Mauern sitzen kriminelle Geisteskranke ein. Schwerverbrecher, Mörder, Sexualstraftäter. Aus dieser Anstalt bekommen wir im April 2010 einen Brief. Ein Gustl Ferdinand Mollert bittet um Kontaktaufnahme. Erklärt, man habe ihn in die Psychiatrie verräumt, weil er Schwarzgeldverschiebungspraktiken angeprangert habe. Im Internet finden wir kurze Zeit später diese Videobotschaft von Gustl Mollert. Heimlich von einem Besucher gefilmt. So, grüß Gott, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Gustl Ferdinand Mollert. Ich stamme aus Nürnberg und bin in eine absolut unglaubliche Geschichte geraten. Ich habe keinen Pass mehr. Ich habe keine Zeugnisse mehr. Ich habe keine Bekleidung mehr. Nichts. Wer ist dieser Mann? Sitzt er tatsächlich unschuldig in der Psychiatrie? Aus dieser Frage wird für uns eine bis heute andauernde Recherche. Wir erfahren von einem Gerichtstermin, den er bald haben soll. Landgericht Bayreuth, Mai 2011. Im Innenhof wird Gustl Mollert mit Handschellen vorgeführt, wie ein Schwerverbrecher. Für die Justiz ist er ein psychisch kranker Gewalttäter. Er soll seine Frau im Wahn schwer misshandelt haben. Kurz haben wir die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Was wünschen Sie sich? Was ist Ihr Ziel? Dass das Land, von dem ich den Pass habe, rechtsstaatlich und demokratisch wird. Das heißt, Sie wünschen sich Gerechtigkeit? Und für alle. Ja. An diesem Tag überprüft das Gericht, ob Gustl Mollert weiterhin eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Schon nach weniger als einer Stunde ist die Anhörung vorüber. Das Gericht hält ihn weiter für allgemein gefährlich. Gustl Mollert muss zurück in die Psychiatrie. Wie konnte es so weit kommen? Wir machen uns auf die Suche nach Menschen, die Gustl Mollert kennen. Bad Pyrmont bei Hannover. Hier lebt und arbeitet der Zahnarzt Edward Braun. Seit Mitte der 80er Jahre ist er mit Gustl Mollert befreundet. Die beiden verbindet die Leidenschaft für schnelle Autos, vor allem Ferraris. In seiner Garage zeigt er uns Fotos aus glücklichen Zeiten. Und einen Prospekt von Gustl Mollerts damaliger Firma Augusto M. Er war also bekannt, ein ganz bekannter Tuner und auch Restaurator, auch in Ferrari-Kreisen bei den Händlern. Und hatte einen hervorragenden Ruf, nicht nur etwas zu können, sondern auch korrekt zu sein. Edward Braun besitzt noch alte Videokassetten. Darauf zu sehen, Gustl Mollert bei der Arbeit auf dem Nürburgring in den 80er Jahren. Akribisch überprüft er den Motor eines Ferraris. Auf einer anderen Kassette ist ein von Gustl Mollert selbst gedrehtes Werbevideo. Er stellt sich und seine Firma darin vor. Wenn Sie optimale Arbeit wollen, optimale Teile bekommen wollen, können Sie sich an uns wenden. Viel Spaß. Auf dem Video entdecken wir diesen Mann.
Es ist Eduard Spitzer. Der Automechaniker ist damals eng mit Gustl Mollert befreundet. Du meinst den Vorschlag, aber her. Eduard Spitzer heute, 30 Jahre später. Noch immer fühlt er sich Gustl Mollert verbunden. Der Gustl war ein ganz normaler, sehr zuverlässiger, hochintelligenter Mensch und spontan. Und mit dem hat man Pferde stehen können. Gustl Mollert ist damals oft auf Rennstrecken unterwegs. Immer dabei seine damalige Frau Petra, hier im roten Anorak. Ein glückliches Paar, wie es scheint. Petra Mollert war voll dabei. Also sie traten wirklich als nicht nur als Ehepaar auf, sondern als ein gutes Team. Die haben miteinander kommuniziert. Die haben selbst in einem kleinen Toyota-Bus übernachtet, der gleichzeitig Werkstattbus war. Und auf so einem engen Raum sich zu verstehen will, was heißen. Während sich Gustl Mollert um große Autos kümmert, kümmert sich Petra Mollert als Bankkauffrau ums große Geld, erfahren wir. Typische Bankerin. Hochgebildet, professionell, hat alles gepasst. Und da hat sie mir sehr viel geholfen und meine ganzen Bankgeschäfte gemacht. Und das hat sie also perfekt getan. Nürnberg, Königstraße 3, die Filiale der Hypo Vereinsbank. Hier arbeitet Petra Mollert in den 90er Jahren als Vermögensberaterin. Sie hilft wohlhabenden Kunden, ihr Geld in der Schweiz anzulegen. Hat das etwas mit der Verurteilung von Gustl Mollert zu tun? Die forensische Psychiatrie in Bayreuth. Wir besuchen Gustl Mollert, können ausführlich mit ihm über seinen Fall sprechen. Detailliert berichtet er von den Geldgeschäften seiner Ex-Frau. Diese Geschäfte seien Dreh- und Angelpunkt seiner Geschichte. Da mussten Kunden nicht selber physisch in die Schweiz, da musste niemand irgendwie mit einem Köffele losziehen. Das wurde da alles gelöst durch das vorhandene System einer großen Bank. Die Geldtransfers, erzählt er, werden von der Bank organisiert. Seine Ex-Frau habe für Kunden sogar persönlich Bargeld in die Schweiz gebracht. Wenn jetzt ein Kunde was rüberbringen lassen wollte, dann hat sie dementsprechend einen Kontakt mit dem Kunden haben müssen, ist ja klar. Die Scheinchen hat sie in ihrer Tasche und die hat sie dabei. Und so geht es dann über die Grenze. Ihr Ziel? Zürich. Rund um den Paradeplatz sind die Top-Adressen der Schweizer Banken. Hier in Zürich haben auch deutsche Großbanken in den 90er Jahren Dependancen und Tochterfirmen. Hier liegen auch Konten von Kunden der Hypo Vereinsbank. Gustl Mollert erzählt, ihm seien die Geschäfte immer unheimlicher geworden. Sogar auf dem privaten Faxgerät sollen immer öfter Überweisungsaufträge für Schweizer Tarnkonten mit Fantasienamen wie Pythagoras eingetroffen sein. Da gab es dann Situationen, dass mal wirklich der ganze Boden voll war mit Faxpapier, wo dementsprechende Ausdrucke geschickt worden sind aus der Schweiz. Ne? Und das waren auch immer wieder so Punkte, wo ich gesagt habe, also sagt einmal, ihr seid doch total verrückt, was macht denn ihr für Sachen? Ja? Die Geldtransfers hätten ihm Angst gemacht. Da war mein höchstes Interesse, die Frau zu schützen und dementsprechende Nachteile von ihr und von uns fernzuhalten. Und das war der Grund, dass ich gesagt habe, diese kriminellen Geschäfte, die rechtstheoretisch auch mit längerjährigen Freiheitsstrafen belastet und bewährt sein können, das Risiko darf sie nicht mehr eingehen und habe sie beschworen, diese Tätigkeiten aufzuhören. Doch Petra Mollert, sagt er, will sich von ihrem Mann nicht in ihre Geschäfte reinreden lassen. Es kommt zum Streit. Gustl Mollert informiert die Bank, fordert diese auf, mit den Schwarzgeldverschiebungen aufzuhören. Der Streit eskaliert, die Ehe zerbricht. Im Januar 2003 geht Petra Mollert zur Polizei, zeigt ihren Mann an, erklärt, er habe sie schwer misshandelt. Sie legt dieses ärztliche Attest vor. Gustl Mollert habe sie am 12. August 2001 mit der flachen Hand geschlagen, bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt und sie gebissen. Das Attest kommt zu dem Ergebnis, die erhobenen Befunde und Verletzungsmuster decken sich mit der Anamnese. Die Schilderungen der Patientin sind durchweg glaubhaft.
Haben Sie Ihre Frau damals geschlagen? Haben Sie sie gewürgt und gebissen, wie sie das beschrieben hat? Haben Sie sie der Freiheit beraubt? Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Na, um Gottes Willen, es war nicht der Fall. Und es gab da eine Auseinandersetzung, die verbal war, ja. Und die war auch dementsprechend heftig. Und die anderen Dinge, die behauptet werden, stimmen nicht. Nachdem seine Frau ihn angezeigt hat, zeigt auch er sie bei der Staatsanwaltschaft an. Wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Doch die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht. Begründung: die Angaben seien zu unkonkret. Gustl Mollert gerät dagegen immer mehr in den Fokus der Justiz. Seine Frau erhebt erneut schwere Vorwürfe. Jetzt soll Gustl Mollert verrückt geworden sein. Klinik am Europakanal in Erlangen. Hier spricht Petra Mollert mit einer Psychiaterin. Resultat: ein zweites Attest. Obwohl sie nie mit Gustl Mollert spricht, schreibt die Psychiaterin, dass der Ehemann mit großer Wahrscheinlichkeit an einer ernstzunehmenden psychiatrischen Erkrankung leidet. Es sei eine Fremdgefährlichkeit zu erwarten. Spätestens dann war mir klar, jetzt geht's unter Umständen als mehr als um Leben und Tod. Tatsächlich beginnt jetzt sein Martyrium in verschiedenen Psychiatrien in Bayern. Gustl Mollert will sich nicht untersuchen lassen. Schließlich wird er hier zwangsweise eingeliefert. Forensische Psychiatrie Bayreuth. Hier soll festgestellt werden, ob Gustl Mollert die angebliche Körperverletzung im Zustand eines Wahns begangen hat. Per Gericht wird er als Gutachter beauftragt, Dr. Klaus Leipziger, Leiter der forensischen Psychiatrie. Obwohl er Gustl Mollert nie persönlich untersucht, kommt er zu einem eindeutigen Urteil. Gustl Mollert leide an einem paranoiden Wahn. Er sei unkorrigierbar der Überzeugung, dass beliebige weitere Personen in dieses komplexe System der Schwarzgeldverschiebung verwickelt wären. Deshalb muss befürchtet werden, dass vom Angeklagten weitere Handlungen gegenüber Dritten zu erwarten sind. Ein Gutachten, das sein Schicksal entscheidend beeinflusst. Bis heute. 8. August 2006, Landgericht Nürnberg-Fürth. An diesem Tag sitzt Gustl Mollert wegen der angeblichen Körperverletzung auf der Anklagebank. Das war ein stahlblauer, sonniger Tag, werde ich nie vergessen. Und da ging es auf Anhieb los, dass ein regelrechter Sturm über mich losbrach. Seine Ex-Frau schildert nochmals mit Nachdruck, dass er sie brutal geschlagen und gewürgt habe. Und dann soll er auch noch die Reifen ihrer Anwälte und weiterer Personen zerstochen haben. Der psychiatrische Gutachter erklärt auch vor Gericht, die Schwarzgeldvorwürfe seien Teil eines Wahns. Gustl Mollert eine Gefahr für die Allgemeinheit. Doch der streitet die Taten vehement ab, erklärt, seine Frau beschuldige ihn zu Unrecht, aus Rache, weil er sie bei ihrer Bank angeschwärzt habe. Ich habe natürlich versucht zu erklären, um was es da geht, die wichtigen Zusammenhänge, wie mit Bank und Bankgeschäften. Das wurde mir schreiend untersagt. Gustl Mollerts Ex-Frau ist für den Richter absolut glaubwürdig, das psychiatrische Gutachten sehr überzeugend. Nach nicht einmal 8 Stunden Prozess spricht er das vernichtende Urteil. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Wegen Schuldunfähigkeit wird Gustl Mollert zwar freigesprochen. Laut Urteil steht für das Gericht aber fest, Gustl Mollerts Aussagen sind Teil eines paranoiden Gedankensystems bezüglich einer Schwarzgeldverschiebung. Für das Gericht ist er eine Gefahr für die Allgemeinheit. Gustl Mollert wird zwangseingewiesen. Ein bisher unbescholtener Bürger ohne Vorstrafen findet sich plötzlich in der geschlossenen Psychiatrie wieder. Sein Schicksal scheint besiegelt. Bis eines Tages Freunde davon erfahren. Der Zahnarzt Edward Braun hatte lange den Kontakt zu seinem Freund verloren. Als die Streitigkeiten zwischen dem Ehepaar Mollert immer heftiger wurden, zog er sich zurück. Jahre später meldet sich Gustl Mollert. Plötzlich, das war 2010, kam auf dem Anrufbeantworter meiner Frau ein Lebzeichen von ihm. Wir möchten uns doch bitte melden. Daraufhin habe ich mich bei ihm gemeldet. Wusste aber gar nicht, wen ich da anrufe.
und musste dann herausfinden, das ist ja das Irrenhaus. Maßregelvollzug, man muss es einfach so nennen, wie es ist, das ist das Irrenhaus. In der geschlossenen Abteilung. Boah, dann bin ich wach geworden. Zu diesem Zeitpunkt sitzt Gustl Mollat schon seit mehr als 4 Jahren in der Psychiatrie. 23 Stunden in der Zelle, 1 Stunde Hofgang. Dann auch immer wieder Fensterabschluss mit der Begründung, ich dürfte nicht mit Mitgefangenen sprechen. Ich habe erlebt Zeiten, da hatte ich nächtliche Zellenkontrollen im Stundenrhythmus. In der Nacht geht dann die Tür auf, mit Taschenlampen kommen die Mitarbeiter von Bett zu Bett und leuchten einem teilweise ins Gesicht. Bis heute unterliege ich Schlafentzug. Zum Hofgang darf er häufig nur in Handschellen raus. Teilweise, berichtet er, werden ihm sogar Fußfesseln angelegt. Gustl Mollat besteht darauf, dass er nicht verrückt ist, lehnt jede psychiatrische Behandlung strikt ab. Für ihn gibt es hier nur solche Arbeiten. Der begabte Mechaniker steckt jetzt tausende solcher Rädchen in Plastikaufhängungen für Gardinen. Klebt massenhaft Weintüten zusammen. Die Klinik nennt das Ergotherapie. Ansonsten nutzt er jede freie Minute, um sich Gehör zu verschaffen. Er kämpft für ein neues Gerichtsverfahren, informiert Politiker und Behörden bis hin zur bayerischen Justizministerin. Ich habe mir förmlich die Finger wund geschrieben. Ich habe alles Rechtsstaatliche, nur Erdenkliche versucht zu unternehmen. Zum Glück kann ich es auch nachweisen. Und es hat nicht gefruchtet. Bis eines Tages auch ein Brief bei ihm landet. Bei Wilhelm Schlötterer, Jurist aus München. Gustl Mollat bittet ihn um Hilfe und das nicht ohne Grund. Wilhelm Schlötterer, früher leitender Beamter im bayerischen Finanzministerium, heute Buchautor. Seit mehr als 30 Jahren kämpft er gegen reiche Steuersünder und Politiker, die diese protegieren, wie die Familie Strauß. Über Wochen vertieft er sich in die Akten, vor allem in das psychiatrische Gutachten und das Urteil. Dann steht für ihn fest: Es gibt nicht den geringsten Zweifel, dass Gustl Mollat zu Unrecht in der Psychiatrie sitzt. Wilhelm Schlötterer ist vor allem von einem Dokument wie elektrisiert. Es ist die Anzeige Gustl Mollats zu den Schwarzgeldgeschäften. Darin beschreibt er detailliert die mutmaßlichen Geldtransfers seiner Ex-Frau und weiterer Mitarbeiter der Hypo-Vereinsbank. Er nennt Namen von Kunden und Kontaktpersonen in der Schweiz. Außerdem legt Gustl Mollat diese Dokumente vor. Damit sei der Kontaktmann seiner Frau beauftragt worden, Gelder umzuschichten. Von Konten mit dubiosen Namen wie DVD 6006 oder Klavier. Der entscheidende Punkt, warum das Urteil eindeutig ein Fehlurteil ist, liegt darin, dass seine Angaben über die Schwarzgeldverschiebungen nie nachgeprüft worden sind, sondern einfach als Wahnvorstellungen deklariert wurden. Auch ihm hat Gustl Mollat geschrieben. Auch ihn hat er um Hilfe gebeten. Rudolf Schmenger. Rudolf Schmenger, ehemaliger Steuerfahnder und Konzernbetriebsprüfer am Finanzplatz Frankfurt. In den 90er Jahren deckt er die systematische Steuerhinterziehung mit Hilfe von Banken wie der Commerzbank auf. Seine Einschätzung zu der Anzeige von Gustl Mollat ist eindeutig. Ich hätte mich als Fahnder damals sehr gefreut über so eine konkrete Anzeige. Ist ja nicht so, dass er keinen Namen genannt hätte. Es sind ganz klare Ermittlungsansätze aufgezeigt. Die zentrale Frage: Gab es die Schwarzgeldgeschäfte oder nicht? Sind Gustl Mollats Angaben Wahn oder Wahrheit? Wir nehmen seine Anzeige ernst, gehen seinen Angaben nach. Nürnberg. Wir suchen nach Insidern, nach ehemaligen Kunden der Hypo-Vereinsbank. Dann gelingt es uns, mit diesem Mann zu sprechen. Er will unerkannt bleiben. Er erzählt uns, seine Familie habe Schwarzgeld in der Schweiz angelegt, mit Hilfe eines damaligen Mitarbeiters der Hypo-Vereinsbank. Mein Vater hat damals von seinem Chef Bargeld erhalten, auf die Hand. Es ging da um knapp 200.000 D-Mark, also rund 100.000 Euro. Der Bankberater hat damals aufgezeigt, wie man das Geld nicht über schwarze Kanäle, sondern direkt über die Bank in die Schweiz schaffen kann. Mein Vater wusste natürlich, dass er da nicht unbedingt das Allerlegalste macht.
Gustl Mollert hat unter anderem genau diesen Bankberater der Familie in seiner Anzeige namentlich genannt. Und Petra Mollert? Dass sie Schwarzgeld verschoben hat, steht für Freunde von Gustl Mollert wie den Zahnarzt Edward Braun außer Frage. Weil ich ja von Petra Mollert das persönlich das Angebot bekommen habe, ihr 100.000 D-Mark zu überreichen. Und diese 100.000 würde sie mit dem Auto in die Schweiz verbringen. Das mache sie schon seit Längerem. Das wäre ihre Aufgabe im Privatkundenbereich. Genauso hat sie das gesagt. Die Petra hat öfters gesagt, wenn du Schwarzgeld hast oder jemanden kennst, der auch Schwarzgeld anlegen möchte, dann kommst du zu mir, du weißt ja, ich kann das sehr gut machen. Eindeutige Aussagen, die die Anzeige Gustl Mollert stützen. Und diese hatte konkrete Ermittlungsansätze. Doch der Anzeige ist die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nicht weiter nachgegangen. Wilhelm Schlötterer sieht darin eine grobe Amtspflichtverletzung. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat sich in zweifacher Hinsicht schuldig gemacht. Einmal, indem sie seinen Strafanzeigen nicht nachgegangen ist, obwohl sie äußerst detailliert waren. Zum anderen, weil sie in dem Prozess gegen ihn seine Angaben nicht überprüft hat. Ein schwerer Vorwurf. Wir fahren nach München, haben einen Termin mit der bayerischen Justizministerin. Beate Merk. Sie ist die oberste Dienstherrin der bayerischen Staatsanwaltschaften. Hätte man Gustl Mollerts Anzeige nicht nachgehen müssen? Die Staatsanwaltschaft hat bislang keinen Anfangsverdacht. Das heißt, wenn jemand Nummernkonten vorlegt, wenn jemand Namen nennt in der Schweiz, Kontaktleute, wir haben das auch alles nachrecherchiert. Das reicht also alles nicht dafür aus, dass eine Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht hat? Die Staatsanwaltschaft hat ganz klar erklärt, dass sie keinen Anfangsverdacht hat. Für Wilhelm Schlötterer steht hingegen fest, dass sich Politik und Justiz im Fall Mollert schuldig gemacht haben. Und das spornt ihn noch mehr an. Er will nichts unversucht lassen, damit Gustl Mollert freikommt. Ja, wenn ich es nicht tun würde, wäre das unterlassene Hilfeleistung. Ich würde mich schuldig machen an dem Mann. Man kann ja einen Mitmenschen nicht in der Psychiatrie dahin vegetieren lassen, wenn man weiß, dass er dort völlig unschuldig gelandet ist. Wilhelm Schlötterer, Gustl Mollerts Freund Edward Braun und der ehemalige Steuerfahnder Rudolf Schmenger. Für sie wollen Justiz und Politik den Fall Gustl Mollert aussitzen. Das wollen sie nicht länger hinnehmen. Edward Braun hat seine Angaben zu den Schwarzgeldgeschäften Petra Mollerts inzwischen eidesstattlich versichert und der bayerischen Justizministerin geschickt. Wilhelm Schlötterer versucht in Vorträgen die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Rudolf Schmenger sammelt akribisch Informationen aus dem bayerischen Steuerbehördenapparat. Also wichtig ist meines Erachtens, dass wir die Insider erreichen. Bei der Staatsanwaltschaft, innerhalb der Finanzverwaltung und auch die Bankmitarbeiter. München, die Zentrale der Hypo-Vereinsbank. Im November 2011 erfahren wir hier Erstaunliches. Anders als die Behörden hat der Konzern die Angaben Gustl Mollerts damals sehr ernst genommen und interne Ermittlungen durchgeführt. Ergebnis? Petra Mollert und andere Banker verlieren ihren Job. Als wir darüber berichten, fordert das bayerische Justizministerium die Ergebnisse der internen Untersuchung an. Passieren aber tut erst einmal nichts. Da war offensichtlicher Wille da, eben nichts zu tun. Da ist nirgends ersichtlich, ein Funken irgendwas aufklären zu wollen. Erst Monate später wird der Fall Thema im Bayerischen Landtag. Jetzt muss sich Justizministerin Beate Merk kritischen Fragen stellen. In einer Sitzung des Rechtsausschusses macht sie eine bemerkenswerte Aussage. Die bankinternen Untersuchungen hätten die Vorwürfe Gustl Mollerts gerade nicht bestätigt. Rudolf Schmenger, Wilhelm Schlötterer und Edward Braun trauen der Sache nicht. Sie haben das Gefühl, dass die Justizministerin nicht die Wahrheit sagt. Wenn sie das gegenüber dem Landtag so ausführt, dann muss sie sich auch daran messen lassen. Im November 2012 platzt dann die Bombe. Durch unsere Recherchen kommt der Sonderrevisionsbericht Nummer 20546 der Hypo-Vereinsbank ans Licht. Ergebnis? Herr Mollert hat Insiderwissen.
Alle nachprüfbaren Behauptungen haben sich als zutreffend herausgestellt. Bei der Geldverschiebung ging es um Millionen. 18,5 Millionen D-Mark, allein von Kunden aus dem Raum Nürnberg. Es ist explizit von Schwarzgeld die Rede und von Verstößen gegen das GWG, also das Geldwäschegesetz. Zu diesen Vorgängen bitten wir die Bank mehrfach um eine Stellungnahme. Doch die will sich dazu nicht äußern. Den Sonderrevisionsbericht zeigen wir einem Mann, der sich mit solchen Bankgeschäften bestens auskennt. Frank Wehrheim. Er war früher Chef der Steuerfahndung am Bankenplatz Frankfurt am Main. Das ist illegal. Das ist Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Und das ist, wie es in dem Fall ist, darüber hinaus sind da noch Straftaten wie Untreue und Geldwäsche durchaus auch noch mit im Raum von Mitarbeitern der AVB. Wir haben den internen Revisionsbericht der Hypovereinsbank vorliegen. Den kennen Sie. Und hier steht in der Zusammenfassung, Herr Mollert hat Insiderwissen, alle nachprüfbaren Behauptungen haben sich als zutreffend herausgestellt. Soweit sie verfolgbar waren, haben sie sich nicht als zutreffend herausgestellt. Alle nachprüfbaren Behauptungen haben sich als zutreffend herausgestellt. Soweit sie verfolgbar waren, haben sie sich als nicht zutreffend herausgestellt. Das heißt? Dass sie, soweit sie verfolgbar waren, nicht zutrafen. Das ist gelogen, schlichtweg. Das ist schlichtweg die Unwahrheit. Und ich bin überzeugt, dass sie als promovierte Juristin weiß, dass das falsch ist. Das ist eine gewollte Falschaussage. Hier wird die Öffentlichkeit falsch informiert. Auch im Bayerischen Landtag fühlen sich viele Abgeordnete von der Justizministerin schlicht belogen. Die Opposition wirft Ihnen vor, Sie hätten diese wichtigen Informationen bewusst vorenthalten. Sie hätten sogar das Parlament belogen. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Diese Aussage ist falsch. Ich habe alles, was entscheidungserheblich ist, gesagt. Sie wusste, dass die Hypovereinsbank Gustl Mollert recht gibt und hat es dennoch verschwiegen. Seine Angaben zu den Schwarzgeldgeschäften sind nicht Wahn, sondern Wahrheit. Und die Psychiatrie? Wieso konnte ein Psychiater die Schwarzgeldgeschäfte einfach als Teil eines paranoiden Gedankensystems abstempeln? Hamburg. Im Herbst 2012 schaltet sich hier ein berühmter Anwalt ein, der genau dieser Frage nachgehen will. Gerhard Strate. Er gilt als der Spezialist für Wiederaufnahmeverfahren in Deutschland. Verhalf so berühmten Personen wie Monika Böttcher, geschiedene Weimar, zu einer neuen Gerichtsverhandlung. Unentgeltlich übernimmt er Gustl Mollerts Verteidigung. Als er sich das psychiatrische Gutachten des Dr. Leipziger vornimmt, ist er entsetzt. Dieses Gutachten ist auf wirklich ganz dünnem Eis geschrieben, auf schütterem Boden. Es bringt an Fakten eigentlich nichts zusammen. Man unterstellte ihm, er würde immer neue Personen involvieren in sein Warnsystem. Tatsächlich war diese Involvierung absolut realitätsgestützt, hatte nichts mit Warn zu tun. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt ein gerichtlich bestellter Facharzt für Psychiatrie, Hans Simmern. 2007 soll er herausfinden, ob Gustl Mollert noch geschäftsfähig ist. Er besucht ihn in der Anstalt. Im Gegensatz zu einem Dr. Leipziger führt Hans Simmer lange Gespräche mit Gustl Mollert, untersucht ihn eingehend. Ergebnis? Er war formal gedanklich geordnet, er hat keine Sinnestäuschungen bzw. Halluzinationen gezeigt und er war auch vom Affekt her und von der Kognition her unauffällig. Deswegen konnte ich bei ihm keine psychotische Störung oder wahnhafte Störung feststellen. Doch dieses für ihn so positive Gutachten wird in seinem Strafverfahren bis heute ignoriert. Für das Gericht zählen weiterhin die vernichtenden Feststellungen des Dr. Leipziger. Hochstilisiert zu werden zu einem gewalttätigen, wahnsinnigen Monster, dass da diese Leute sich nicht schämen. Tagungszentrum Kloster Maria Laach in Rheinland-Pfalz. Strafrechtler und Psychiater aus ganz Deutschland sind gekommen. Die psychiatrischen Gutachten im Fall Mollert sind bei Ihnen seit Wochen Thema. Anwalt Gerhard Strate hält an diesem Tag einen Vortrag, spricht zum Fall Mollert. Er appelliert an die Verantwortung der psychiatrischen Gutachter in Strafverfahren. Unter den aufmerksamen Zuhörern entdecken wir einen Mann, der uns bekannt vorkommt.
Dr. Klaus Leipziger. Das ist der Gutachter, der Gustl Mollat für verrückt und allgemeingefährlich erklärt hat. Bis heute hält er in immer wieder neuen Stellungnahmen daran fest. Warum? Seit Wochen verweigert er uns jedes Interview. Nach dem Vortrag versuchen wir es bei ihm noch einmal. Dr. Leipziger. Entschuldigung. Darf ich Sie dann kurz fragen? Ich hatte Ihnen ja bereits das mitgeteilt. Also zur Diskussion selber auch nicht, oder? Nein. Warum nicht? Unseren Fragen stellt er sich nicht. Angeblich wegen des laufenden Verfahrens. Dabei war sein Gutachten entscheidend für das Urteil gegen Gerhard Strates Mandanten Gustl Mollat. Das entscheidende psychiatrische Gutachten gilt mittlerweile als schwer erschüttert. Mehrere Psychiater sehen bei ihm keinen Wahn. Doch wieso hat der Richter das Gutachten nicht kritisch hinterfragt? Wieso hat er die Angaben von Gustl Mollat nicht ernst genommen? Das ist er, Otto Brixner, damals Vorsitzender der 7. Strafkammer. Während der Verhandlung will er nichts von den Schwarzgeldgeschäften wissen. Der Richter Brixner, wenn ich vernünftig mich verteidigen wollte, erklären wollte, die Rahmenumstände, das hat er mir schreiend verboten. Und wenn ich noch ein Wort über Bank verliere, besonders Hypovereinsbank, dann schmeißt er mich raus und macht diese Verhandlung ohne mich fertig mitsamt dem Urteil. Das bestätigen uns mehrere Prozessbeobachter und Beteiligte. So zum Beispiel Karl-Heinz Westenrieder, der ehemalige Krankenhausdirektor, war damals Schöffe im Prozess. Jedes Mal, wenn Gustl Mollat zu dem Schwarzgeld-Behauptungen Näheres ausführen wollte, wurde er vom Vorsitzenden unterbrochen. Der Vorsitzende hat ihm auch mit Zahlverweis gedroht. Heute macht er sich schwere Vorwürfe. Ich bewerte das Urteil aus heutiger Sicht als Fehlurteil. Wesentliche Punkte, die in der Verhandlung, in der Hauptverhandlung nicht zur Sprache kamen, waren zum Beispiel die detaillierte Beschreibung von Gustl Mollat über Geldwäscheaktionen seiner Frau und anderen. Heute steht fest, wichtige Zeugen, die Gustl Mollat hätten entlasten können, wurden gar nicht geladen. Seine Ex-Frau nicht einmal vereidigt. Also das Gericht hat Herrn Mollat ganz offenkundig von Anfang an für verrückt gehalten und hat die Angaben der Ehefrau wirklich für bare Münze genommen. Es hat mit keinem einzigen Male die Frage gestellt, welches Motiv könnte Frau Mollat haben, ihren Ehemann zu belasten. Also die ganze Abwägung bei Fallkonstellationen wie hier, wo Aussage gegen Aussage stattfindet, eine echte Beweiswürdigung hat nicht stattgefunden. Schon damals hat Gustl Mollat einen ungeheuerlichen Verdacht. Petra Mollat habe einen Plan umgesetzt, ihn bewusst in die Psychiatrie gebracht, um ihn zum Schweigen zu bringen. Da gab es vorher ein Angebot, halt du dein Maul und du gehst mit 500.000 aus der Sache raus. Wohlgemerkt, das lasse ich dir dann von deinem Vermögen. Dann kam nur noch der lapidare Spruch, wir machen dich fertig und dann zieht die das durch. Da ist kein langes Blabla und jetzt wird er mal lang über den heißen Brei rumgeredet. Ist das tatsächlich möglich? Auch Edward Braun berichtet von einer Drohung. Am Telefon habe ihm Petra Mollat unmissverständlich gesagt, was sie vorhat. Sie hat mir mitgeteilt, in einem äußerst aggressiven Ton eigentlich, ja, wenn Gustl meine Bank und mich anzeigt, mache ich ihn fertig. Und ich weiß auch wie, ich habe gute Beziehungen. Der ist doch irre. Ja, den lasse ich auf seinen Geisteszustand überprüfen. Und dann hat sie kurz innegehalten und sagte, das kannst du ihm auch sagen. Ja? Wenn er seine Klappe hält, kann er 500.000 von seinem Vermögen behalten. Das ist mein letztes Wort. Edward Braun hat auch diese Angaben eidesstattlich versichert. Denn den Inhalt des Telefonats am 31. Mai 2002 hat er sich notiert. Ich habe mir also hier notiert. Das war so eine Schreibtischunterlage. Und da habe ich drauf gekritzelt, mache ich ihn fertig, da steht Petra, 500.000 kann er behalten, irre, das ist mein letztes Wort. Also ich habe das da nur in
Punkten geschrieben, in Worten, und konnte damit auch mir sehr gut merken, wie dieses Gespräch abgelaufen ist. Merkwürdig. An diesem Freitag, den 31. Mai 2002, soll Gustl Mollatz seine Frau hier im Wohnhaus der Mollatz in Nürnberg wieder geschlagen, gewürgt und auch eingesperrt haben. Doch davon erzählt sie nichts, als sie an diesem Tag den gemeinsamen Freund Edward Braun anruft. Also sie hat mir gegenüber nie erwähnt, dass Gustl in irgendeiner Form aggressiv gegen sie gewesen wäre, sie geschlagen hätte oder ähnliches. Nie. Drei Tage später, am Montag, den 3. Juni 2002, besorgt sie sich dann das ärztliche Attest. Ausgestellt wurde das Attest laut Dokument von Dr. Madeleine Reichel. Doch mittlerweile behauptet ihr Sohn, damals Weiterbildungsassistent, er habe das Attest verfasst. Deshalb gilt es heute als unecht. Und es wird noch dubioser. Petra Mollatz' langjährige Freundin ist hier bis heute Arzthelferin. Eine weitere interessante zeitliche Überschneidung: Die Hypovereinsbank beginnt am 15. Januar 2003 ihre internen Ermittlungen gegen Petra Mollatz. Und genau an diesem 15. Januar geht sie zur Polizei, macht ihre Aussage zur angeblichen Körperverletzung. Also es gibt jedenfalls klare Anzeichen, dass ihre Angaben zu den Körperverletzungen nicht stimmen. Sie sind nicht schlüssig, sie sind von der Sicherung der Beweismittel her höchst fragwürdig. Sie wollte ihn loswerden. Ist das so? Wir wollen mit ihr darüber sprechen, entdecken ihre Internetseite. Die frühere Bankerin, die ihren Mann hat für verrückt erklären lassen, arbeitet heute als Geistheilerin. Mehrfach bitten wir um ein Interview oder eine Stellungnahme. Doch das lehnt sie ab. Deshalb fahren wir noch einmal nach Nürnberg, treffen sie auf der Straße. Wir hören immer nur die eine Seite, Frau. Ja, du wirst auch bleiben. Warum? Also warum reden Sie nicht einfach mal mit uns? Wir können uns auch mal vertraulich treffen. Warum nicht? Haben Sie Ihren Ex-Mann bewusst in die Psychiatrie gebracht? Es ist ein wichtiges Thema, ein politisch aktuelles Thema von hoher Relevanz. Kann ich Ihnen Karte geben? Warum sprechen Sie nicht mit uns? Haben Sie eine Visitenkarte? Nee, habe ich nicht dabei. Danach droht sie per Anwalt, will uns jegliche weitere Kontaktaufnahme verbieten. Hat Gustl Mollatz die Körperverletzung also gar nicht begangen? Die Staatsanwaltschaft hält die Glaubwürdigkeit seiner Ex-Frau für tiefgreifend erschüttert, ihr ärztliches Attest für wertlos. Sie hat beantragt, dass Gustl Mollatz einen neuen Prozess bekommt. Doch warum hat Richter Brixner Petra Mollatz' Aussagen nicht kritisch hinterfragt? Hatte er ein persönliches Interesse, das Verfahren zu beeinflussen? Dafür spricht ein unglaublicher Vorgang 2 Jahre vor dem Prozess. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt gar nichts mit dem Fall zu tun hat, telefoniert Richter Brixner mit einem Beamten der Steuerfahndung Nürnberg. Die hat gerade die umfangreiche Anzeige Gustl Mollatz auf dem Tisch. Der Anruf des Richters hat schwerwiegende Folgen. Die Steuerfahnder legen Aktenvermerke an. Handschriftlich notieren sie M gleich Spinner, also Mollatz gleich Spinner. Auf einem weiteren Vermerk heißt es: Bei M, also Mollatz, handelt es sich offensichtlich um Querulanten, dessen Angaben keinen Anlass für weitere Ermittlungen bieten. Ergebnis: Die Steuerfahndung legt die Anzeige schnell zu den Akten. Es war absolut rechtswidrig, dass er bei der Finanzverwaltung interveniert hat. Das war eine versuchte Anstiftung zur Strafverheitlung im Amt. Dieser Anruf war eine Kompetenzanmaßung sondergleichen. Er war nicht zuständig für Ermittlungen der Steuerfahndung. Er war nicht zuständig für die Beurteilung von Mollatz und seiner Persönlichkeit. Das ist natürlich mittelbar auch schon ein Eingriff in die Glaubwürdigkeit Mollatz, denn die Ermittlungen hätten bestätigt, dass vieles von dem, was er vorträgt, auch zutreffend ist. Also, nach dem Anruf des Richters wird Gustl Mollatz' Anzeige von den Steuerfahndern nicht weiter verfolgt, weil sie ihn für verrückt halten.
Im Prozess kann der Richter ihn dann für verrückt erklären, weil es keine Ermittlungen der Steuerfahndung und damit keine Beweise für die Schwarzgeldgeschäfte gibt. Doch die hat er ja selbst mit beeinflusst. Warum legt sich der Richter für die Ex-Frau so ins Zeug? Wir erhalten diese alten Fotos. Sie zeigen Richter Brixner als Handballtrainer beim 1. FC Nürnberg. Auf einem Foto entdecken wir den Trainer Brixner gemeinsam mit seinem Spieler Martin Maske. Martin Maske heute, der ehemalige Hypo-Vereinsbankmanager, soll schon 2002 der Geliebte Petra Mollatz gewesen sein und ist jetzt ihr Ehemann. War Brixner befangen? Ja, natürlich. Also niemand war so befangen wie er. Woran machen Sie das fest? An der Vielzahl der Rechtsbeugungen zum Nachteil meines Mandanten. An der Eindeutigkeit der Sachverhaltsverfälschung in dem Urteil, das er mit seiner Unterschrift als einziger verantwortet hat. Insgesamt 10 vorsätzliche Rechtsbeugungen wirft der Anwalt dem Richter vor. Deshalb hat auch Gerhard Strate jetzt die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt. Inzwischen ist der Fall Mollat Thema eines Untersuchungsausschusses im Bayerischen Landtag. Die Abgeordneten fühlen sich von der Regierung und den Behörden falsch informiert, wollen endlich Aufklärung. Als wichtigen Zeugen haben sie Richter Otto Brixner geladen. Die Abgeordneten wollen wissen, ob er befangen war. Mehrfach haben wir Otto Brixner um ein Interview gebeten. Doch auf unsere Anfrage reagiert er nicht. Brixner, eine kurze Nachfrage. Nein. Wiedersehen. Haben Sie recht gebeugt? Wenden Sie sich an meinen Präsidenten, der wird Ihnen das sagen. Nach unseren Recherchen ergibt sich ein erschreckendes Bild. Der Richter steht unter dem schlimmen Verdacht, recht gebeugt zu haben. Die Glaubwürdigkeit der Ex-Frau tiefgreifend erschüttert. Die Grundlage des Gutachtens von Dr. Leipziger weggebrochen. Eine Ministerin, die das Parlament und die Öffentlichkeit belügt. Die Schwarzgeldgeschäfte waren kein Wahn, sondern Wahrheit. Inzwischen laufen mehr als 20 steuerliche Ermittlungsverfahren. Ihm wurden Rechte geraubt, Rechte, die eigentlich zu dem Ureigensten eines jeden Rechtsstaats gehören. Man hat ihn entrechtet, man hat ihn finanziell vernichtet und hat ihm 7 Jahre seines Lebens beraubt. Es ist für mich der größtmögliche GAU in einem Rechtsstaat. Und ich hoffe, dass das wirklich aufgeklärt wird. Für uns hat sich der unglaubliche Verdacht bestätigt. Gustl Mollat sitzt seit 7 Jahren unschuldig in der Psychiatrie. Er hat alles verloren. Er kämpft noch immer um seine Freilassung. Das ist Vernichtung. Plötzlich werden sie behandelt, als wären sie der letzte Dreck. Und so geht es bis heute.